Liebe Leute, schön, dass ihr alle da seid. Wer noch nicht auf der Straße ist, kann das jetzt gerne tun. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass wir ein Transparent aufgehängt haben. Das hängt auf der Brücke über der Straße mit den Namen von vielen, die aus rassistischen Motiven seit der Wiedervereinigung in Deutschland umgebracht worden sind. Am heutigen Montag, den 6. Mai, beginnt der Prozess gegen 5 Mittäterinnen und Mittäter der NSU-Mordserie. Doch egal, wie der Prozess ausgeht, für uns vom Bündnis gegen Rassismus und der ALB ist das Kapitel NSU noch lange nicht abgeschlossen. Für uns steht fest, dass staatliche Organe eine Mitverantwortung und eine Mitschuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen. Wir haben uns heute hier versammelt, um der vom NSU ermordeten Menschen zu gedenken und um deutlich zu machen, dass Rassismus das Problem ist, das wir weiterhin bekämpfen müssen. Wir werden jetzt gleich anfangen mit der Kundgebung. Wir haben sehr viele Redebeiträge hier versammelt und machen jetzt noch mal kurz ein bisschen Musik. Schön, dass ihr alle da seid. Sarella, sono 13 anni fa che ho conosciuto a Guagliuccelle e mo tengo due figli, uno più bellinato, tengo a Napoli rindo cuore e non me l'ha già ascoltato. In unserer Welt sind wir alle Immigranten, die ganzen Dank, sie machen Menschen krank, kämpf für ein Leben ohne Schranken. Heimat ist ein Gefühl und kein Land. In unserer Welt sind wir alle Immigranten, die ganzen Dank, sie machen Menschen krank, kämpf für ein Leben ohne Schranken. Heimat ist ein Gefühl und kein Land. Gewohnt von klein auf an meiner Rolle als Exot fürs Foto. Und so war ich immer das andere, aber gern gesehen. Es war ein Traumstart. Die Grenzen in Deutschland kam später wie ein Faustschlag. Ich kannte das nicht, dass man sein muss wie jeder, dass es ein Wir und ein Die gibt und man auf seiner Seite zu stehen hat. Und so wuchs ich auf und sah nur die Fehler, dachte, dass ich als Deutsche mich grundsätzlich zu schämen hab. Inzwischen weiß ich überall, fegen Menschen Grenzen für falsche Sicherheit in ihren engen Denken kämpfen. Gegen das Fremde im Interesse von Staaten, Multikulti wird man wieder von der Presse verraten. Und deshalb halte ich mich an, die die Grenzen niederreißen, wie die Vielfalt leben und drüber Lieder schreiben. Die wissen, man nicht die Heimat umgibt dich, sondern unter Freunden trägt man die Heimat mit sich. Menschen krank.